In diesem Video stelle ich euch das Emporium vor. Liebe Schwester, wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum ersten Video, wo ich euch die Disneyland Paris Shops vorstellen möchte. Ja, ich wurde schon oft gefragt, kannst du mal alle Shops im Disneyland Paris vorstellen und zeigen, was es dort gibt? Also wenn ich das machen würde in einem Video, wären es wahrscheinlich 3 bis 5 Stunden Video, weil ich habe mal in der App geguckt, es gibt insgesamt 55 Shops in den beiden Parks plus Village plus dann nochmal 4 Shops in den Hotels. Und plus jetzt das neue Hotel, im neuen Hotel wird ja auch nochmal was eröffnen. Also 5 Shops in den Hotels plus in den Parks. Dazu in der Anzahl sind jetzt auch natürlich sowas wie der Fotopass-Shop nach Hyperspace Mountain inkludiert. Also die werde ich euch jetzt nicht zeigen, aber ich möchte euch im Laufe des Jahres einmal jeden Shop vorstellen. Und in diesem Video fangen wir an mit dem Emporium, mit dem größten Shop im Disneyland Park. Nicht dem größten Shop auf dem ganzen Gelände, das ist nämlich World of Disney. Und ich zeige euch, was es da jetzt aktuell gibt. Heute ist der 8. Januar 2024. Das Sortiment kann sich natürlich immer wieder ändern, aber ich möchte euch ungefähr so einen Eindruck verleihen, was ihr dort finden könnt. Wenn ihr generell einfach Mitbringsel sucht, Magneten, Ohren etc., Kinder, Spielzeug, Erwachsenensachen, alles findet ihr hier im Emporium. Ich würde sagen, wir gehen rein, denn es ist kalt. So, starten wir das Video. Ich werde nicht zu allen einzelnen Sachen natürlich die Preise sagen können und möchte euch einfach noch einen Überblick geben, was es hier alles gibt. Und wenn ihr euch fragt, warum es gerade so leer ist, es ist 9 Uhr morgens, eine super Gelegenheit, durch die Shops zu schlendern. Und ihr könnt den Shopping-Service tatsächlich nutzen. Entweder ihr wohnt in einem Disney-Hotel, dann könnt ihr euch es dahin schicken lassen bis 15 Uhr. Oder ihr schickt es ins Village, in den Disney-Store. Da könnt ihr es dann auch abends abholen und müsst nicht die ganzen Sachen mitschleppen. Ja. Und ihr könnt es auch im Shop lassen, um es später am Abend abzuholen. Ja, also hier so eine Puppe zum Beispiel kostet 36 Euro. Gibt es hier auch mit Jasmin. Da oben ist Tinkerbell. Elsa, Anna, Rapunzel. Dann gibt es auch hier so Puppenspielzeuge mit den verschiedenen Prinzessinnen. Und hier Tinkerbell kostet 25 Euro. Dann haben wir hier zum Beispiel Tinkerbell in der Hütte. Oh, ach, Scheiße, es ist nicht runtergefallen. 25 Euro. Das kann man auch hier auch machen. Try Me, Light and Sound. Ich bin ja sowas für immer sowas anfällig, ne? Wenn das. Ich finde es gerade nicht. Ah, da! Das ist ein Vogelgezwitscher. Ja, hier gibt es auch noch Belles Haus. Und dann gibt es hier Prinzessin-Accessoires. Die Kleider findet ihr hier auch. Also Krönchen mit Zauberstab und Schmuck und Schuhe. Also im Winter würde ich die jetzt nicht anziehen. 25 Euro. Gibt es in verschiedenen Farben. Gibt es einmal das Frozen 2. Schloss-Spielset 18-teilig. Weiß ich jetzt nicht, was es kostet. Das kann aber auch irgendwas. Try Me. Try Me ist immer. Ja, super schön. Dann gibt es hier nochmal weitere Prinzessin-Accessoires. Zu der Prinzessin gibt es auch nochmal ein Krönchen, Handschuhe. Hier Belle. Das ist wahrscheinlich. Das sind Elsa-Schüchen. Und hier haben wir Aurora. Ja, die passenden Kleider findet ihr hinter mir, seht ihr hier, und die sind super teuer. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, kauft die Kleider in Deutschland oder halt wo ihr auch immer wohnt, günstiger, weil hier kostet so ein Kleid 70 Euro. Und ja, bringt es mit, kauft es hier nicht vor Ort. Dann gibt es hier so Stoffpuppen für 30 Euro, gibt's auch in verschiedenen Prinzessinnen. Dann hier nochmal weitere Kleider. Gehen wir mal hier, da haben wir nochmal die Puppen. Dann nochmal so ein Anna, Elsa und Olaf Plüsch-Set. Elsas Cape. Haben wir hier auch nochmal. Stiefel für ein Elsa-Outfit. Ein Elsa-Kleid, was echt auch schön ist, aber wahrscheinlich auch 70 Euro kostet. Ja. Dann gibt es hier nochmal so ein Set mit Frozen, Barbie, Elsa, Barbie, Anna.
ein Anna-Outfit und die Anna-Stiefel. Und dann gibt es hier Mützen. Bonjour. Kugelschreiber mit verschiedenen Prinzessinnen für 10 Euro zum Beispiel. Solche Kugelschreiber sind auch ganz gute Mitbringsel, finde ich. Kosten, keine Ahnung, kein Preis, 3 Euro. Hier Magnete, es gibt noch mehr Magnete. Hier so Badespielzeug für Kiddies, auch mit verschiedenen Charakteren, 22 Euro. Hier sind jetzt nur die Prinzessin, aber gibt es auch mit Toy Story und Mickey und Minnie. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel jetzt noch den Bogen von Merida. Weitere Plüschis, Kleider. Dann haben wir hier jetzt aktuell noch die Wish-Kollektion. Wie gesagt, das Sortiment ändert sich natürlich. Hier habt ihr auch verschiedene Spielsachen, Puppen, Softdolls, Accessoires für ein Wish-Outfit. Auch das Usher-Kostüm, Usher-Puppe. Hier so eine Kette mit Stern für 20 Euro. Hier sind die Accessoires zum Beispiel, kosten auch 20 Euro Kette und Tasche. Dann machen wir hier weiter mit Wish, ein Puppenset. Dann haben wir hier die Ohren. Ein Jersey habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Dann haben wir hier die Tasse, Decke, Kinderkleidung. Für 25 Euro ein Wish-Rucksack mit Stern. Ein Kissen, glaube ich, ist es. Ich weiß es nicht genau. Und eine Cappy. Und dann noch Stern in groß als Plüschtier. Hier nochmal in klein. Und Valentino-Plüschis. Einmal schlafender Valentino, einmal nicht schlafender Valentino. Dann haben wir hier die weiteren Wasserspielzeuge. Hier mit Cars zum Beispiel. Hier mit den Disney-Charakteren, also Mickey, Minnie, Goofy. Und irgendwo gab es auch noch Toy Story, habe ich auf jeden Fall. Ja, da. Da gibt es auch noch mal Toy Story. In so einem schönen Eimer. Auf jeden Fall sehr schönes Wasserspielzeug. Dann gibt es hier noch weitere Plüschis. Seht ihr hier? Sind nicht die Schulter, also Teil sind die Schulterpuppen hier, ne? Aber zu den Schulterpuppen kommen wir gleich nochmal. Hier gibt es so Scrunchies mit verschiedenen Charakteren. Kosten 13 Euro. Jetzt auch nochmal Plüschis. Verschiedene Charakteren kosten 12 Euro zum Beispiel. Hier ein Schlüsselanhänger mit Usher. Hier gibt es einmal so ein Armband, was man so wie früher in den 90ern, das macht man dann so auf und dann macht man so und dann geht das wieder zu. Ich habe gerade keine Hand frei. Habe keinen Assistenten, der mir hier unter die Arme greift. Dann gibt es auch Süßigkeiten, hier zum Beispiel Zuckerwatte mit verschiedenen Dosen und Geschmacksrichtungen, kostet 6 Euro zum Beispiel. So mit Pinsel Schokolade, auch ganz süß, für 7 Euro. Gibt es hier Popcorn in Eimern. So ein riesen Schokotaler von Pirates. Lollis im Dreier-Set für 5 Euro. Cookies, also sind echt alles ganz gute Mitbringsel. Dann nochmal so ein Lolli-Set. Normale Süßigkeiten, nicht gebrandet. Dann geht's weiter hier mit, ja, also wie gesagt, der Shop ist riesig. Hier gibt's Mickeys Runaway Railway Zug. Nochmal Mickey Maus Spielset. Hier Glas, also Glaskugel, Schneekugel von Toy Story. Hier gibt es Cars Merchandise. Ja, hier zum Beispiel so ein Auto mit Fernsteuerung, kostet 35 Euro. Dann gibt es hier Plüschis. Was kostet hier so eine Standard Mickey? Mickey Plüschtier kostet hier 23 Euro. Die größere Mini-Version liegt bei 35 Euro. Pluto. Goofy, Stitch haben wir auch. Stitch Plüschis für 30 Euro.
Hier nochmal verschiedene Stitch Angel. Und hier nochmal Chip und Dale, Nala, Simba, Sally, Marie, Klopfer, Dumbo, der von oben, der von Guardians of the Galaxy, Pegasus von Herkules, Ia, Pua, Sven, Groot und Baby Yoda. Und dann haben wir noch ein paar Cuddles. Die sind auch mal ganz süß. Seht ihr hier? Kosten 50 Euro. Mit den verschiedensten Charakteren. Baby Yoda habe ich als Cuddle. Super süß. Hier gibt es noch Shopping Bags natürlich. Jetzt hier die Weihnachtsedition. Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir noch größere Plüschis da hinten in der Ecke. Eine Umkleidekabine habt ihr hier auch, wenn ihr was anprobieren wollt. Hier Riesenmini, dann hier Red, Groot in riesig und Stitch in riesig. Gehen wir weiter. Hier mal wieder Cars, das habe ich euch schon gezeigt. Dann haben wir hier ein bisschen Toy Story Merch, Woody und hier so der Hund. 35 Euro und Woody kostet, er spricht auch, 35 Euro. Dann haben wir hier Lotso, das riecht direkt hier nach Erdbeeren, 30 Euro. Nochmal Toy Story Merchandise, so eine Luftblasenkanone, Woody und Buzz auf so einem auf dem Auto, was ferngesteuert ist als Spielzeug. Dann gibt es natürlich super viele Schlüsselanhänger, die euch hier, das ist jetzt die Marvel-Abteilung. Nochmal Marvel, Baby Yoda, Star Wars. Hier haben wir dann Mickey und Minnie, hier haben wir Phantom Manor, Peter Pan, Big Thunder Mountain. So Friends Schlüsselanhänger, wie gesagt Mickey, Minnie und noch so Paris Schlüsselanhänger. Hier haben wir so Pärchen Schlüsselanhänger, die kann man sich dann teilen. Die sind magnetisch. Ja. Gibt es auch mit Nala und Simba. Es gab auch mal Mickey und Minnie. Dann haben wir hier die Prinzessinnen. Nicht nur Mickey, also die sind so softe Schlüsselanhänger, die machen euer Auto zum Beispiel nicht so kaputt. Gibt es hier mit verschiedenen Charakteren, kosten zum Beispiel 7 Euro. Hier Olaf, da unten Vaiana. Auf der anderen Seite haben wir nochmal die paar Schlüsselanhänger und hier gibt es auch noch Chip und Dale als, kann man natürlich auch so Freundschaftsschlüsselanhänger machen. Und dann gibt es hier noch mal Schlüsselanhänger, Pride-Schlüsselanhänger, auch so weiche mit verschiedenen Charakteren, wie Tinkerbell, Red, Maleficent, Ursula und auf der anderen Seite der Pixar-Ball, Toy Story haben wir hier, Forky und hier. So Buchstaben, Schlüsselanhänger. Ja. Hier haben wir die Luftblasen-Dinger, Maschinen. Gibt es natürlich auch mit verschiedenen Charakteren. Hier Ariel zum Beispiel kostet 30 Euro. Gibt es Olaf, gibt es mit Mickey-Kopf und auch unten mit Stitch. Das habe ich euch gezeigt, die Prinzessin-Sektion. Da gibt es hier so Mickey- und Mini-Handschuhe für 23 Euro. Ach, hier kommen wir zu den Magneten. Natürlich verschiedene Magnete, kostet 6 Euro. Stitch. Hier so Bilderrahmen, da kann man dann sein Bild drin verewigen. Marvel Schlüsselanhänger. Marvel Groot 2024. Kostet 5 Euro. Gibt es nochmal so einen Bilderrahmen. Toy Story. Prinzessinnen. So ein Zweier-Set. Kostet 10 Euro. Und auch nochmal Stitch.
Und das war es jetzt hier. Hier gibt es so Einkaufstaschen, das ist jetzt hier so nicht nett. Kann man hier auch an der Kasse kaufen. Nochmal so ein Clipsarmband hier mit Klopfer. Chip and Dale für 10 Euro. Es gibt natürlich auch Autogrammbücher und Notizbücher. Kosten hier dann zum Beispiel 9 Euro und dann halt mit Stift eventuell. Gibt es auch mit Stitch. Kostet 13 Euro. Genau, hier so ein Stiftset. Sogar mit Marvel. Kostet 20 Euro. Hier gibt es hier auch Marvel Spielzeug. Stitch. Encanto-Figuren. König der Löwen. Eine Paris-Schneekugel. Ohren gibt es natürlich auch, also das ist ein Muss hier für mich, immer Ohren zu tragen. Die Klassik-Ohren kosten, oh Gott, wie ist denn jetzt hier der Preis? Langsam wird mir warm im Laden. 20 Euro. Dann gibt es hier die goldenen, die waren mal im Sale, ich glaube, die sind nicht mehr im Sale, weiß ich jetzt nicht mehr, kosten 23. Dann gibt es hier die silbernen, aktuell Frozen. Dann gibt es natürlich einige Tassen auch hier zu kaufen. Ja, einige Tassen gibt es hier. Die kosten zum Beispiel 15 Euro. Hier so eine große Ariel-Tasse, Frozen. Kostet 15. Dann Mickey und Minnie-Tassen für 13, die passende Schüssel dazu, ein bisschen Paris drauf, kostet 11. Auch in Schwarz mit Mickey. Dann hier diese Tassen sind auch eigentlich ganz begehrt, kosten 15 Euro mit verschiedenen Charakteren. Die passenden Schüsseln dazu gibt es auch. Genau. Und dann nochmal hier die anderen Charaktere. Weiter geht's mit den Tassen, auch ganz viele Mickey-Tassen. Die Kollektion habe ich, also zwei davon habe ich, oder doch zwei große und zwei kleine. Finde ich auch echt eine richtig coole Kollektion, muss ich sagen, weil die Charaktere sind halt so verschlafen und hinten steht immer so ein Satz, Mornings aren't pretty, kosten 15 Euro. Mickey ist auch cool, ich habe Minnie und Tinkerbell habe ich. Gibt noch hier Grumpy, I hate Mornings. Also ich finde die Kollektion echt süß. Da unten gibt es auch noch Tigger. Dann gibt es hier einmal Buchstabentassen. Ich würde euren Buchstaben mitnehmen. Kosten nur 10 Euro. Hier gibt es nochmal so Ohren mit Schleier. Aus wie ein Einhorn. Schwarze Ohren, die glitzern. Dann gibt es hier Mützen, Schals, Ohrenwärmer aktuell im Winter. Es gibt Figuren. Hier zum Beispiel auch Mushu, Stitch, Simba und Pumba, Simba und Timon für 22 Euro. Kleine Phantom Männer Figur. Ist auch so eine Elsa. 22 Euro. Olaf, eine Schneekugel, macht sogar Musik, für 30 Euro, das Schloss gibt es hier auch für 179, gibt es hier Schulterpuppen, die aktuelle Kollektion, also aktuelle, die gerade vor Ort sind, aber die haben jetzt echt aufgestockt, was Schulterpuppen angeht. Die kosten, ich meine, 20 Euro oder 16? Ich glaube 20. Ja. 20 Euro für eine Schulterpuppe. Also wie gesagt, die haben echt gut aufgestockt hier. Und ihr müsst euch auch mal immer mal die Details hier in den Shops angucken. Gut, der Mini-Ballon gehört da nicht hin, aber ist auch mal echt schön, sich mal die Shops von oben anzuschauen, wie das immer aussieht. Dann gibt es hier nochmal Figuren.
Ich sage euch, ich bin erst die Hälfte des Shops durchgegangen. Dann gibt es hier so Mützen. Die bewegen sich, 30 Euro. Also man kann die Ohren so bewegen, wenn man auf den Knopf drückt. Bei dem Mini aber unten nicht. Dann gibt es hier noch so Gläser, passend zu der anderen Kollektion. Da kosten dann, ich glaube, es sind Aktionen, 4 Set of Glasses of your choice. Wie viele denn? Das weiß man nicht so genau. Ja, auf jeden Fall gibt es dann hier noch mehr Magnete. Tower of Terror. Mickey Mini. Ist auch ein hübscher Magnet. Das Mitbringsel. 5 Euro. Und ja, gibt es auch nochmal Strohhalme, nochmal Süßigkeiten. Trinkflaschen in Hülle und Fülle. Die 100-Jahre-Tasse. Hier gibt es auch Kaffeebecher mit demselben Muster, was mit diesem verschlafenen Thermoskan. Thermosflaschen. Hier noch so Love-Becher, Bella Notte, also Susi und Strolch. Simba und Nala. Ist hier eine Bluttasse, Stitch. Hier so verschiedene Charaktere-Tassen, die habe ich natürlich auch noch nicht so gesehen. Mickey in verschiedenen Moods. 13 Euro. Jetzt auch mit Stitch. Dann haben wir hier Marvel-Tasse und Simba. Tassilo als Tasse. Stitch. Und mal eine Pärchentasse. Verschiedene Pärchentassen mit Mickey und Minnie. So Plastiktrinkbecher. Das sind auch so Plastiktrinkbecher für Kiddies. Auch mit verschiedenen Charakteren. 6 Euro. Gibt es auch mit Cars und Mini. Dann so eine Plastikbesteck, also ist hier so dieses ganze Plastikgeschirr, Kindergeschirr. Und Hundeschüssel oder Katzenschüsseln gibt es hier auch mit Marvel. Hier mal eine Hundeschüssel in rosa, eine in blau. Und da unten ist auch noch mal eine Schüssel. Dann gibt es hier Rucksäcke. Der Rucksack hier kostet 35 Euro. Da gibt es Pullover, T-Shirts. Blauer Pullover kostet 50 Euro. Pullover in Blau. T-Shirt. Den blauen Pullover. Ich sag, hier gibt es Lounge-Fleiß. Für 90 Euro. Tiana-Rucksack. Und dann noch Frozen. World of Pixar. Stitch und wie heißt sie denn jetzt? Habe ich hier gerade ihren Namen vergessen? Lilo. Max und Goofy und Pixar. Hier nochmal Schlüsselanhänger. Ich glaube, die wieder haben sich wiederholen sich jetzt, wie ich das sehen kann. Ja, die wiederholen sich. Hier gibt es nochmal Plüschtiere. Pins gibt es hier natürlich auch. ...2024 Pins. Weitere Pins. Marvel Pins. Attraktionspins. Thank you.
mal Pins. Hier gibt es dann die Schlüsselbänder, wo ihr eure Karten auch dann reinholen könnt, Magic Pass und Jahreskarten etc. gibt es dann auch hier. Kosten zum Beispiel jetzt hier ohne Tasche 10 Euro und mit so einer Tasche unten kostet 16 Euro zum Beispiel jetzt hier. Gibt auch verschiedene Designs, verschiedene Muster, hier gibt es auch so Buttons. Dann gibt es hier Decken. Verschiedene Decken, die ihr euch kaufen könnt. Hier ist noch Weihnachten aktuell. Aber wie gesagt, das wird sich jetzt auch bald ändern. Weihnachtssachen, gehe ich jetzt mal hier genug mal schnell durch, weil das ist Saisonware. Wird sich natürlich nächstes Jahr wieder ändern. Hier ist allein, sind auch nochmal Weihnachtssachen. Ja, wie gesagt, da. Also im Weihnachten, an Weihnachten ist dann hier immer auch Weihnachtsmerchandise. Hier haben wir die 2024-Kollektion für groß und klein. Übrigens, wenn ihr immer das neueste Merchandise sehen wollt und die aktuellen Preise dazu, müsst ihr immer die Merchandise-Videos von mir anschauen. Da sage ich immer zu jedem, da sage ich zu jedem. Neuen Merchandise-Stück auf den Preis. Wie gesagt, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wollen wir das auch wirklich abholen? Na klar! Hier gibt es dann immer auch so Rabatte manchmal oder Magic Offers. Hier gibt es so dicke Pullover. Jetzt zur Winterzeit. Kosten solche 46 Euro. Nochmal Plüschis. Ein Fotopass könnt ihr hier auch kaufen für 75 Euro. Hier habt ihr zum Beispiel jetzt Special Offers. Wenn ihr was für 20 Euro kauft, bekommt ihr die Decke für 10. Oder wenn ihr das irgendwas für 20 Euro kauft, dann bekommt ihr dieses Tassenset für 15. Gibt so kleine Basil-Schreiber. Könnte Männer Tee, Notizbuch, so Attraktionskugelschreiber. Nochmal die Pullover hier. Hier habt ihr auch nochmal so Magnete, also es lohnt sich immer an den Kassen nachzuschauen. Hier gibt es Kekse. Hier gibt es so Decken, so Warmhaltedecken, Schmuck. Ganz viel Schmuck findet ihr hier. Mal Schmuck. Da rechts seht ihr übrigens die Preise. Das ist nach Farben sortiert. Also diese Schlosskette, da werde ich auch oft drüber gefragt. Gibt es hier, kostet rot 25 Euro zum Beispiel. Gibt es auch in irgendwo, gab es mal auch in Gold, ich weiß nicht, ob es hier aktuell in Gold gibt. Und hier nochmal mit dem Monat, wo ihr geboren seid oder mit Anfangsbuchstaben. Dann gibt es hier Socken. Hier noch Kinderschmuck in der Ecke versteckt. Dann gibt es hier Socken. Spirit Jerseys, hier der schwarze, kostet 65 Euro. So in einer der klassischen. Dann gibt es hier die Attraktionssachen auch. Die verschiedenen Sachen, Ohren. Jetzt Big Thunder Mountain zum Beispiel, da haben wir Tower of Terror. Mit den passenden Sachen. Hier Spirit Jersey von Big Thunder Mountain. Spirit Jersey von Pixar. Und Marvel Spirit Jersey habt ihr da. Gibt es hier Phantom Manor Sachen. Und auch Phantom Manor Spirit Jersey. Ohren. Hab's gleich geschafft. Nochmal Phantom Manor Sachen. Gibt es hier die passenden T-Shirts zu den dicken Pullovern, kosten 29 Euro. Hier Pirates,
It's a Small World. Die Sachen habe ich euch alle schon mal in einem Merchandise-Video vorgestellt, was die kosten. Das T-Shirt zum Beispiel 30 Euro. Und ja, lohnt sich auch mal meine anderen Videos anzuschauen. 35 Euro für die It's a Small World On. Dann gibt es hier nochmal Plüschis. Ganz viele Plüschis, in diesen, auch diese Baby-Plüschis, nenne ich sie. Kosten 25 Euro. Gibt's hier noch Marie-Baby-Plüschi. Dann gibt es hier noch so ein paar Klamotten, so flausche Sachen, weil es aktuell nicht kalt ist. Im Sommer findet ihr dann was anderes. Hier ist nochmal eine Umkleidekabine. Nochmal Kopfbedeckungen verschiedenster Art. Decke. Nochmal so Kinderkleidung. Kinder-T-Shirt kostet 18 Euro. Und dann gibt es hier noch die Mickey Mouse-Kollektion von letztem Jahr. Die kostet 70 Euro. Also der Pulli jetzt. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich einmal eine Runde gemacht durch den Shop. Wie gesagt, lohnt sich aber immer in den Kassen nachzuschauen, was es hier so gibt. Es gibt aktuell auch noch so Schüssel. Pirates of the Caribbean, 25 Euro. Phantom Manor. Ja, also, das war das Emporium. Und wo ihr auch mal im Emporium hochschauen solltet, ist an diese wunderschön gestaltete Decke direkt hier am Eingang der Main Street. So schön auch die Hidden Mickeys im Zaun. Also nicht immer nur das Merch betrachten, sondern auch die Schönheit der Shops, die Details. Also ja, mega schön. Und ein Silberballon wieder da oben. Ja, ich hoffe, der Rundgang durch das Emporium hier hat euch gefallen und euch einen besseren Einblick darüber gegeben, was ihr hier so kaufen könnt. Wie gesagt, das ist der größte Shop im Park selbst und lohnt sich auch immer mal hier nachzuschauen, was es hier so Neues gibt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.